Und da heiße ich euch herzlich willkommen zurück. Wir begeben uns jetzt zur Krönung. Ich bin nur mal ein bisschen hier in die Nähe schon mal gereist, damit wir nicht so weit laufen müssen. Miss. Oh. Die ist nur Level 14. Na. Wie sind die gebrannt? Drachenschuppen. Ist ja relativ woogie. Find's so lustig, dass wir die ganze Zeit daneben geschlagen haben. Okay. Ist ziemlich trist hier, ne? Okay, so ein kleiner Weg nach unten. Habe ich aber gesehen, deswegen bin ich auch extra hier hingereist. Okay, jetzt sind wir in. Was hat er gerade gesagt? Gwendenhain? Alles klar. Überhaupt nicht creepy hier. Vor allem wenn es dämmert. Besonders toll. Ich meine, wir haben einen Boxkampf gegen. Ist hier drüben eigentlich. Nee, ist sogar kein Ding. Das da. Was ist das? Das möchte ich gerne erkunden, mal ganz kurz. Im Boxkampf gegen den Troll haben wir ja auch überlebt, also. Das kann noch passieren. Das Sägewerk sieht verlassen aus. Was denn? Tagebuch? Notiz eines Sägemüllers. Die Druiden sind auf dem Kriegspfad. Nach ihren Worten folgen nun Taten. Jeden Morgen, wenn wir zu müde kommen, finden wir mehr beschädigt und zerstörte Ausrüstungsgegenstände. Letzte Nacht hat jemand eine Axt in Wilds Tür geschmissen. Die Leute haben Angst. Ich werde ein letztes Mal mit den Druiden sprechen. Dies muss ein Ende haben. Akrodruiden? Menschenknochen. Mehr ist von den Holzfällern wohl nicht übrig. Das ist makaber. Alter. Alles klar. Okay. Kann es sein, dass die Druiden einen Waldschrat gerufen haben? Das halte ich ja für relativ unwahrscheinlich, ehrlich gesagt. Ihr müsst verrückt sein, wenn ihr glaubt, dass die Angriffe unentfernt unser Werk sind. Kein Ruinett. Ach so, okay. Alles klar. Ein klarer Fall von Missverständnis. Aber gut. Ich finde es auch mal schön, dass ich die Quiz jetzt mal umstelle. Damit. Die waren wir halt auch echt überhaupt noch nicht in diesem dichten Wald hier. Das ist ganz schön krass. Gut, erstmal. Feierig. Guck dir an! Gedi Nathain. Gedi Nathain. Da oben ist. Ach, das ist die große Eiche, zu der wir sollen. Hier muss man speichern.
Das hat ja super geklappt. Beim Rutschen wäre dann nochmal so übelst weit runter. Geralt. Ach Mann. Okay, von der Seite war das nichts. Ist ja gut, ich hab's verstanden. Wir können ja nicht hoch. Ich hab's beim ersten Mal schon verstanden. Alter. Da haben wir mal ein bisschen. Hässlicher Bastard. Da steckt dir das Schwert weg. Das muss ich unbedingt mal oder verändern. Eventuell. Das ist ja nicht immer automatisch, da unten ist noch einer. Das ist ja nicht das Schwert immer unbedingt automatisch wegsteckt. Das Gift ist ziemlich stark von denen, ne? Das ist krass. Die sind halt vom Level so niedrig gewesen jetzt, dass das nicht so schlimm war. Also da konnten wir die halt mit einem Schlag machen. Trotzdem war das Gift von denen nicht zu unterschätzen, ey. Das hat echt Damage gemacht, krass. Aber Gift kannst du ja auch schlecht mit der Rüstung umgehen, ne? Blockieren. Umgehen, ja. Alter, für die Hirschparty. So, wir kommen jetzt also zur Krönung. Das ist der Gallinath. Alles klar. Das ist also der heilige Baum, in dem sie jetzt hier gekrönt werden. Okay. Warte, ich stehe mich auf die Zehenspitzen. Dann sehe ich mich aus. Ich weiß nicht, ob es ja gekrönt wird. Weil ich mich nämlich aus Versehen schon entschieden habe. Alle Yard sind versammelt. Ohne es zu wissen. Die Krönung hat schon begonnen. Ceres Ancret, die neue Königin von Skellige. Die Götter sind uns gewogen. Es ist nicht lange her, da gaben wir König Bram dem Meer zurück. Nun endet unsere Trauer. Heute, mit der Gnade der Götter und Clans, erhält eine neue Herrscherin die Krone. Schwören wir ihr die Treue. Ceres. Ich weiß, manche sehen hier lieber jemand anderen. Ich danke allen, die mir zur Seite standen. Hier, unter der heiligen Eiche, schwöre ich, allen eine gute Königin zu sein. Ich möchte für Frieden und Reichtum in Skellige sorgen. Gemeinsam mit euch werden wir diesen Traum verwirklichen. Ceres! 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 Der Töle wieder. Muss man das hin? Können wir mit dir reden? Glückwunsch, du wirst eine großartige Königin sein. Vielen Dank. Ohne dich wäre ich heute nicht hier. Ja. Wie lauten die Pläne der neuen Königin von Skellige? Zuhören, lernen und weiter zuhören. Dann werden wir sehen. Guter Plan. Musik ist gerade überhaupt nicht laut. Ich muss die Clans vereinigen. Ich würde den Krieg gern vermeiden, aber wenn Nilfgaard angreift, müssen wir gemeinsam zurückschlagen. Der Drummond-Clan könnte Probleme bereiten. Ich habe Lugos bei der Zeremonie gesehen. Er war wütend. Zwischen unseren Clans gab es immer Zwist. Aber ich muss mit ihm reden. Vielleicht kann ich ihn überzeugen. Na gut. Ich drück dir die Daumen. Leb wohl.
Sieht aus, als würdest du vor Stolz platzen. Wenn du wüsstest, Wolf. Sag mir, welcher andere Jarl hat so prächtige Kinder wie ich? Na, die sind alle tot, ne? Wie traurig, dass ihre Mutter das nicht erleben konnte. Ceres wird eine gute Königin sein. Vielleicht kann sie die Clans endlich vereinen. Hoffen wir es. Und wenn nicht, hat sie immer noch mich und Hjalmar. Wenn es sein muss, greifen wir für sie zu den Waffen. Geht's dir gut? Geht so. Egal, wie man's betrachtet. Ich wurde von einer Frau besiegt. Nicht von irgendeiner. Das stimmt. Wenn es schon sein musste, bin ich froh, dass es Ceres war. Bist du nicht stolz auf sie? Komm schon, gib's zu. Ein wenig, ja. Sie ist von meinem Blut, von meinen Knochen. Aber sag ihr das nicht. Sonst fängt sie noch an, herumzustolzieren. Was ihr aber eigentlich gut tun würde. Wir haben es Lugos gezeigt. Das ist das Wichtigste. Hast du gesehen, wie wütend er war? Ich dachte, er platzt gleich. Ja, hat mich ziemlich überrascht, wie verärgert er war. Unsere Clans haben sich schon immer Köpfe, Brust und Bauch eingerannt. So ist unser Land. Lugos der Irre. Mach's gut, Jan. Er wird noch Probleme machen. Junge, was ist los, ey? Die fahren aber richtig auf hier. Was immer da. Ich sag dir, das bedeutet nichts Gutes. Ja, ja. Dich rufen hören. Ja, ich habe auch gerufen. Ich danke Mutter Natur, dass sie an meiner Stimme nicht gespart hat. Wie bei einigen anderen, die ich kenne. Weißt du, einer von uns, Egil, ist plötzlich stumm geworden. Keine Zauber und Tränke helfen ihm. Aber starke Gefühle und Erlebnisse können die Stimme wiederherstellen. Ich dachte, dass du vielleicht... Ich bezahle dich natürlich. Du kriegst eine exzellente Quintkarte. Das klingt gar nicht schlecht. Ich könnte es versuchen, aber ich weiß nicht, womit ich anfangen soll. Du willst, dass ich ihn erschrecke? Ja, gut, gut. Das müsste es sein. Erschrecken, irritieren, was auch immer. Aber du darfst ihm nichts antun. Gewöhnlich hält sich Egil bei der heiligen Eiche auf. Der Arme betet wohl stumm um Heilung. Okay. Besuche Egil. Egil ist nur, indem du ihm einen Schrecken einjagst. Bist du der stumme Druide? Oh ja, dumme Frage. Wann hast du deine Stimme verloren? Kannst du mir das zeigen, mit den Fingern? Wie charmant. Haben sie versucht, dich auf eine andere Weise zu heilen? Mit Tränken oder Kräutern? Nicht nur stumm. Er scheint auch noch taub zu sein. Mit Reden kommen wir hier nicht weiter. Bis dann. Mit Reden komme ich hier nicht weiter. Was denn dann? Was soll ich? Zinntöpfe. Damit lässt sich viel Lärm machen. Vielleicht sollte ich sie gegeneinander schlagen, wenn er schläft. Vielleicht sagt er was, wenn ich sein Feuer lösche. Es ist doch aus. Ein Hornissennest soll therapeutische Wirkung haben.
Als Schocktherapie zum Beispiel. Ja. Also jetzt macht er selber Feuer an. Würde ich gar nicht ansprechen. Mit Reden kommen wir hier nicht. Das ist richtig. Ach, Alter. Verpiss dich endlich, du! Oh nein! Ich. Mein Schweigegelübde! Alles umsonst! 3 Jahre! 3 Jahre lang kein einziges Wort, keinen Piep, bis heute. Du hast mich dazu gebracht, mein Gelübde zu brechen. Zufrieden? Ja. Oh, tut mir leid. Ich bin reingelegt worden. Ich dachte... Buhuhuhu, mein tiefstes Mitleid. Jetzt geh mir aus den Augen, du Idiot. Das weiß ich, Alter. Die können sich gegenseitig gut leiden, oder was? Was er für eine geile Höhle hier hat. Hier. Ha! Ich hab ihn bis hier drüben klar und deutlich gehört. Gute Arbeit, Hexer. Deine Belohnung, wie versprochen. Sieh einer an. Ein Bart bis zur Taille. Und den Humor eines Kleinkinds. Viel Glück. Was für Typen, ey. Was ich mal ganz kurz machen muss. Die Musik ist irgendwie mega laut. Ich weiß auch nicht wieso. Jorwelt habe ich jetzt gekriegt. Okay. Das ist ja krass. Irgendwie wird die Musik auch nicht leiser hier, ne? Okay. Grüß dich. Ey, nicht hinlegen. Nicht hinlegen. Nein. Jolla. Jolla, nicht. Wie liegt der denn? Hallo, Jolla? Okay, dann warte ich halt einfach. Wir sind in der nächsten Folge.